Moin moin Leute, da sind wir wieder bei der nächsten Folge von Hearts of Iron 4 Let's Play Together mit Mal zusammen. Hallo. Und ja, wir haben ja in der letzten Folge eigentlich ziemlich abgerockt. Ging richtig los. Und jetzt wollen wir das Sudetenland fordern. Ja, man kennt's. Erstmal England und Frankreich erobern und dann das Sudetenland fordern. Genau. Und mein Plan ist jetzt aktuell, Jugoslawien zu überfallen. Dadurch werde ich dann gegen Rumänien im Krieg sein, wo ich aber nicht von ausgehe, dass das das größte Problem sein wird. Da Rumänien halt dennoch alleine dasteht und ich halt mit Deutschland zusammen verbündet bin. Für die, die es nicht mitgekommen haben, ich spiele Italien. Ja, dann sollte man die ersten Folgen nicht gesehen haben, wenn die das nicht mitbekommen haben. Aber man weiß ja nie, es kann auch mal passieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte, dass ich Albanien auch schon bekommen habe. Doch, das hast du schon erwähnt in der letzten Folge. Okay, gut, perfekt. Dann können wir eigentlich weitermachen. Es läuft alles top. Läuft alles nach Plan. Genau, 30.000 Waffen plus, das ist nice. Das klingt so, als gehört sich das. So, Dalmatien kann ich sofort überfallen. Dalmatien überfallen, das klingt ja auch falsch. Die Wirtschaft von Deutschland läuft jetzt wieder. Wir haben keinen Mefo-Wechsel, Mali mehr hier. Genau. Sehr schön. Oh nö, meine Truppen. Hast du Bock, mit in den Krieg zu kommen? Was ist denn? Das läuft doch. Nein, meine Truppen stehen halt ganz viel auch auf deinem Gebiet und tun aber gar nichts. Ey, dann mach doch die Frontlinie, bearbeite doch eben nach unten hin. Dann mach ich mal eben Pause. Ja, alles gut, Pause kannst du ja ruhig immer machen. Okay, dann. Wir wollen ja ein gutes Spiel. Ein gutes, ein qualitativ hochwertiges Let's Play. Genau. Wo habe ich meine Luftwaffe? Sehr qualitativ hochwertig an der Stelle, muss ich sagen. Ja klar, das läuft doch schon wieder richtig. Top Vorbereitung. Ja, hundertprozentige Vorbereitung. Ich hatte doch nur 60 Tage, um mich vorzubereiten. Ja, alles gut. Ah, die ist aber, glaube ich, schneller Geschichte, als ich gucken, als sie gucken können. Und wenn nicht, ich habe dich ja immer noch als Backup. Ja, wobei, es könnte Rumänien, weiß ich nicht, manchmal sind die auch schwer, aber ich meine, wir haben 37. Das sollten wir eigentlich schaffen. Ja, die sind manchmal schwer. Ja, wenn wir wollen, machen wir einfach mehr Frontenangriff. Die Tschechoslowakei dreht das Sudetenland ab, aber das ist, glaube ich, das ist ein anderes Event, weil es Britannien und so nicht mehr gibt, glaube ich. Ja, das wäre cool, wenn das ein anderes Event ist. Ich lese mal vor. Um einen Krieg gegen uns zu vermeiden, hat die Tschechoslowakei zugestimmt und das Sudetenland und jegliche Ansprüche darauf abgetreten. Die deutsche Bevölkerung des Sudetenlands wird endlich in den sicheren Schoß des Deutschen Reichs heimkehren. Für das Deutsche Reich und alle deutschen Bürger. Jetzt kriege ich Kernprovinzen in all diesen Provinzen. So. Und jetzt machen wir erster Wiener Schiedsspruch. So. Jo. Gut, ich denke immer, ich handle ja mit meiner Marionette. Und mit deinen Marionetten muss der irgendwie immer 80 handeln, glaube ich, ne? Da kriegst du immer 80. Ja, richtig dumm irgendwie, aber egal. Ich denke deswegen immer, ich handle zu viel, weil das ist ja dann gelb, weißt du? Ja, aber wie willst du das denn noch machen? Ja, kostet mich ja, glaube ich, nicht mehr. Nö, du zahlst halt genauso viel für viel, viel mehr Ressourcen. Außerdem kannst du die Ressourcen, die du zu viel hast, dann einfach weiterhandeln. Ja, das macht er, glaube ich, automatisch, ne? Meine ich. Jo. Willst du eigentlich Niederlande und Belgien zu überfallen? Ja, ich mache es aber, glaube ich, mit Event, weil ich weiß nicht, wie lange. Niederlande würde jetzt dauern 125 Tage. Oh, Belgrad ist offen. Da kann ich, glaube ich, mal einfach durchdüsen. Ui. Wie viel haben die eigentlich im Feld? Wer? Ich gucke mal. Die anderen. Die anderen. Achso, du meinst meine Gegner. Ja, so viel weniger als du haben die jetzt auch nicht, ne? Es geht. Okay, aber ich hab dich halt immer noch als Verbündeten. Ja, du hast aber eindeutig mehr als die. Das ist auf jeden Fall klar. Ich hab wahrscheinlich auch die besser ausgerüstete Armee. Ja, das sowieso. Das denke ich auch. Gut, wenn ich wollte, könnte ich die halt auch noch mit Schiffen zu bomben, wie ich lustig bin. Ja, macht glaube ich aber nicht so viel Sinn bei denen. Das ist für dich dann einfach nur noch mehr Verschleiß. Ich wollte gerade sagen, ja, das wäre halt Ressourcenverschwendung des Todes. Ja. Vor allem. Dreimann-Turm. Oh. Funkgerät. Was ist das denn? Nochmal kurz Pause, Alexandria? Ja? Ja, genau, mach ruhig. Spezial. Ich gönn mir. Was gönnst du dir? Ich integriere gerade mal ein paar weitere Regionen. Einfach nur, damit ich so langsam
runter reinkriege. Machen sie das. Ja. So. Alexandria mit fast 4 Millionen hat schon mal geschmeckt. Ja. Ah, da stand auch noch eine Fabrik. Ja, na, so ein Scheiß hier. Obwohl die Front halt doch ziemlich offen ist von den Rumänen. Ja, dann ist gut. Ja, die haben wahrscheinlich auch viele bei Jugoslawien stehen. Nee, gehabt. In Jugoslawien steht scheinbar bis jetzt keine einzige rumänische Division. Oder ich übersehe sie gerade, aber so viel steht hier nicht. Mal gucken. Ja. Mach dich gefasst. Das kommt ich noch. Ich mach mich gefasst. So. Jetzt erstmal Panzer in die Produktion. Jo. Und die anderen. Was macht Ecke mit Ungarn? Ja, weiß ich nicht. Die kannst du dir gerne holen, wenn du willst. Ja, okay. Einfach okay. So über deren Kopf hinweg entscheiden. Ja. Holst du dir einfach. Das haben doch die Nazis im Zweiten Weltkrieg auch gemacht. Ja, so also ungefähr, über den Kopf hinweg entschieden. Also hast du das doch gerade bei den Tschechen auch gemacht. Halt ich für ein Gerücht. Die wollten das, freiwillig war das. Das gefällt mir. Eindeutig freiwillig. Eindeutig freiwillig. Ich finde das mit dem ersten Wiener Schiedsspruch ein bisschen scheiße. Ulol. Oh, gegen Rumänien muss er noch weiter. Ja, deswegen ja, ulol. Ich finde das dumm mit dem ersten Wiener Schiedsspruch. Das ist ja nur wegen diesem kleinen Gebiet in bei den Tschechen. Für die Ungarn, glaube ich. Und dafür muss ich 60 Tage warten. Können die Ungarn überhaupt noch Frankreich oder... Obwohl, klar, die könnten Frankreich als Mediator auswählen. Obwohl Frankreich ja, ist unabhängig. Ja, die können jede Großmacht. Ja, aber England ist ja keine Großmacht mehr und deine Marionette. Ich denke schon, dass sie noch eine Großmacht sind. Aber wobei... Aber es sind deine Marionette, also müsste sie eigentlich genau das machen, was du ja möchtest. Immer mal weiter. Ja, Alter, Britannien hat richtig wenig richtig wenig Fabriken. Wie sieht der Krieg jetzt aus? Rumänien hat 180.000, ich habe 480.000. Ja, da bist du doch schon 400. Fast durch. Ja. Ich bin halt, glaube ich, auch schon teilweise durchgebrochen. Ja, du kannst ja in eine Provinz vorrücken. Na egal, ist nicht mehr. Nee, doch nicht. Ach, keine Ahnung, ich lasse meine Truppen angreifen und fertig ist. Ja. Die werden schon wissen, was sie tun. So, das hoffe ich dann mal. Das endet immer gut. Ich gehe nicht davon aus, dass das ziemliche Profis sind. Ja, verlass dich auf die Hearts of Iron KI. Ja, das du wirst sowieso glücklich. Immer. Ja, da wird man richtig glücklich. So, guck, jetzt hat Ungarn dieses kleine Gebiet von Tschechoslowakei gekriegt. Nur dafür 60 Tage, Junge, ey. Naja, wie viel leben da? 800.000 Leute, 21 Stahl. Ah, okay. Nur 60 Tage, warum nicht? Ja, wahrscheinlich hat man dadurch jetzt gute Beziehungen zu denen oder irgendwie so. Nee, noch nicht mal. Ja, ist klar, ey. Egal. Naja, es ist halt für lau. Aber wir haben immer noch 37. Ich bin richtig gespannt, ob die Polen Danzig abtreten vor Angst. Das wäre natürlich ein bisschen doof, wenn die Danzig vor Angst abtreten. Ja, ich denke mal, dass wir es machen, ne? Ja, wie gesagt, es wäre halt ein bisschen doof für uns fast. Achso, für uns. Ja, für uns auf jeden Fall. Ja. Das ist ja richtig scheiße. Abwarten. Können wir Ungarn reinrufen? Ins Bündnis? Noch nicht. Die sind noch nicht 30% faschistisch. 28. Nee, fuck. Ja, weil ich hier gerade nicht ganz so weiterkomme. Soll ich dir helfen? Ja, deswegen wäre ich ganz cool gewesen, wenn wir Ungarn hätten reinrufen können. Rumänien frisst immer so viel Mannstärke. Das ist ganz schön schwer, manchmal da durchzukommen. Die sind halt schon ziemlich stark. Alter, in Asien geht's auch richtig ab da hinten, ey. Polio. Die verlieren so langsam an Versorgung. Na dann. Ja, guck mal, du kommst da an einer Stelle des 89. Okay. Ja, war's. Deswegen nicht mehr. Nee. Aber ich kann ja gleich durch die Tschechoslowakei durch in ein paar Tagen. So, ja, perfekt. Wie gesagt, die verlieren gerade aktuell scheinbar ziemlich an Versorgung. Wo sind meine Truppen? Das ist natürlich. Ach, die sind vor Rumänien schon. Stimmt, ich habe die ja gerade hingezogen. So. Junge. Geht richtig schnell voran hier mit meiner politischen Macht. Ja, so muss das ja auch.
So soll das. Ich wünschte, ich meine, würde auch so schnell voll gehen. Tja. Zwei Deutschlands in einem Spiel wäre auch heftig. Zwei Deutschlands? Ja. Nur ich habe weniger Einwohner und nicht die Industriekapazitäten. Ja, ey, ich weiß nicht, ob das so gesund ist für dein Land, dass du durchgehend angreifst. Bin ich ehrlich. Ja, stimmt. Ich mach mal Pause. Ich warte auf dich. Ganz einfach. Ich bin jetzt ready. Dann los geht's. Oh, ich glaube, ich komme nicht so schnell durch. Krieg beitreten. So. Annehmen. Los geht's. Das Schicksal der Tschechoslowakei und tschüss. Das ist einfach nur noch lächerlich. Da ist ja nichts. Renn durch. Gib Gas. Ja, die machen nichts, die Vollidioten hier. So. Vollgas. Ja, gut. Was kommt danach? Polen? Ja, ich denke. Okay. Einer nach dem anderen muss zittern hier. Einer nach dem anderen in Europa fällt. Und hat halt einfach. Eigentlich ist der Spielstand ja jetzt schon gewonnen. Ah, ich weiß nicht. Ja, gut, wenn die Sowjets fallen. Aber wir müssen jetzt einen Blitzkrieg gegen Polen und noch einen schnelleren Blitzkrieg gegen die Sowjets machen. Ja, jetzt überlegt man, wir Amerikaner da. Ja, gut, ich glaube, ich habe keinen Bock mehr, den Krampf zu geben, die Amerikaner zu erobern. Ja, mal sehen, vielleicht, manchmal geht's ganz gut. Wir haben jetzt auch ein paar Stützpunkte da oben. Ja, stimmt, wir haben da oben Stützpunkte. Aber gegen Japan habe ich gar keinen Bock. Müssen wir gegen Japan ziehen? Müssen nicht, wir müssen auch gegen gar keinen hier ziehen, aber... Nein, wenn, dann müssen wir die Demokratie vernichten. Ja, Demokratie und Faschismus, Demokratie und Kommunismus. Da habe ich mich aber ganz mies versprochen gerade. Demokratie und Faschismus. So. Ja, wir können ja gucken, wie wir es machen. Es ist ja noch nicht alle Tage Abend für diese Spielstadt. Boah, Junge, das Sprichwort habe ich mal mega lange nicht mehr gehört. Es ist ja nicht aller Tage Abend. Junge, wie kommst du da drauf? Krank. Keine Ahnung, wie ich da gerade drauf gekommen bin. Ist halt so. Krieg gegen Griechenland. Ein Krieg reicht noch nicht. Aber pass auf, die sind Demokraten, ne? Wo wollen sie denn beitreten? Beim demokratischen Bündnis im Norden. Du meinst bei den Kanadiern? Ja, und die Amerikaner können auch schon beitreten, rein theoretisch von der Spanne her. Ich glaube aber nicht, dass die Amerikaner beitreten, weil wozu? Ich weiß es nicht. Es gibt doch, die müssen keine, können keine Großmacht mehr beschützen. Probier's. Aber bitte im Blitzkrieg. Ja, lass uns das hier eben kurz beenden und dann zieh ich alle meine Truppen da direkt rüber. Oder wollte ich, zieh meine Truppen da jetzt schon rüber. Oder können wir uns darum kümmern? Ja. Kann ich komplett Rumänien? Dings kriegen? Rumänien kriegen, ja. Ja, klar. Boah, das hat schon Ewigkeiten gedauert. Ja, mach einfach fertig, wir sind uns zu zweit gewesen. Stimmt. Dann gönnen sie sich. Es ist halt kein anderer hier drin, aber ich kann nicht alle Regionen erobern. Mir fällt das ist traurig. Auf. Ich habe Deutsch-Indien. Ich habe immer noch die Marionette. Ich habe das immer noch. Ey, Leute, ich habe es immer noch nicht annektiert. Viel Zeit. Dann war alles, jawohl. Fertig. Ich möchte nicht, dass Portugal Schiffe kriegt von mir. Meine Schiffe sind mir zu wichtig. Ich glaube, kriegen die nicht nur Lizenz. Geben. Keine nee, Ahnung, stimmt. Da steht Portugal will Schiffe kaufen. Mhm. So, jetzt habe ich mir das gegeben. So. Okay, als nächstes fordern sie die Ostgebiete. Erstmal 1 Million Mann da oben oder 1,2 Millionen Mann nach Litauen. Joa, ich kann mir aber vorstellen, dass die ablehnen. Das machen die manchmal trotzdem. Okay, das ist uncool. Das wäre uncool. Nee, sie geben nach. Eigentlich, so. Was bringt mir das? Jetzt Krieg gegen Griechenland, da kann ich vielleicht noch suchen nach Öl machen. Aber ich glaube, dann höre ich erstmal auf mit Armee, mit Schwerpunkten. Und die Grill lieber alles für mehr Bevölkerung. Und mehr Fabriken. Krieg brauchst klar, du eigentlich noch nicht so unbedingt. Was? Also willst du jetzt erstmal nicht gegen Griechenland? Doch, das mache ich jetzt noch. Ach so, okay. Das mache ich jetzt noch. Und wenn das erledigt ist, kümmere ich mich, höre ich erstmal auf mit Schwerpunkt und probiere alles zu integrieren. Okay. So fix, wie es geht. Das ist natürlich immer ein guter Tipp. Auch wenn den wahrscheinlich eigentlich schon jeder kennt. Aber, genau. Ja, was ist immer, denn der Tipp? Ja, wenn man politische Macht braucht, halt, einfach mal aufhören, einen Schwerpunkt zu machen. Ach so, ja. Stimmt. Das hat gerade so lange gedauert.
Halbe Minute. Alles gut. Ja, ab und zu habe ich so Gehirnhänger gefühlt. Ja, dann merkt man wenigstens, dass du dich aufs Spiel konzentrierst. Das ist die Hauptsache. Ja, weil in diesem Spiel hat auch einfach super viel passiert.